Hallo Buster, sieht ja nach einem Tag aus, um Spaß zu haben. Oh nein, da ist Bandit der Bus. Buster, pass auf oder ihr stoßt zusammen. Warte, was passiert da? Oh wow, du schwebst in der Luft. Das ist ja unglaublich, Buster. Meinst du, du kannst fliegen? Oh wow, du bist zu einem Superhelden geworden. Du bist so schnell. Super Buster ist hier. Juhu! Was hat Buster gesehen? Da ist Otis, das Polizeiauto. Ich frag mich, was Otis in dem Tunnel sucht. Warte, da ist Bandit der Bus. Was macht er nur? Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, er hat den Felsblock über den Rand geschubst und Otis im Tunnel eingesperrt. Du musst ihn retten, Buster. Damit kannst du Bandit den Bus nicht davonkommen lassen. Der Felsblock sieht sehr schwer aus. Es ist okay, Buster. Du bist jetzt ein Superheld. Du kannst ihn retten. Oh, Buster, deine Augen. Wow, du hast ja Laseraugen. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis befreit. Jetzt lass uns den frechen Bandit-Bus fangen. Da ist Bandit. Sieht aus, als hätte er schon wieder nichts Gutes im Sinn. Scout, pass auf. Arme Scout. Schau, wer da kommt. Jetzt kriegst du Ärger. Super Buster ist hier. Buster, du kannst ihn aufhalten. Super Buster ist zu stark für Bandit. Das sollte ihn stoppen. Jetzt muss Buster nur Scout aus dem Teich helfen. Sieh mal Bandit an. Er steckt jetzt fest. Oh, es war alles nur ein Tagtraum. Ich glaube nicht, dass der Lehrer darüber froh ist. Es ist ein stürmischer Tag auf dem Bauernhof. Guck mal, ich glaube, Terry hat etwas, das er Buster zeigen will. Hey, da ist Monty, der Heißluftballon. Er ist ein alter Freund von Terry. Sag Hallo, Buster. Es muss so viel Spaß machen, durch die Luft fliegen zu können wie ein Ballon. Aber, oh je, der Wind wird stärker. Ich hoffe, Monty fliegt nicht weg. Oh nein, das Seil ist gerissen. Und jetzt bläst der Wind Monty davon. Schnell, Buster, du musst ihm hinterherjagen. Wer weiß, wo er sonst hingeblasen wird. Monty ist so hoch oben. Wie wirst du ihn runterholen? Schau, ein Seil. Ich frag mich, was Buster im Sinn hat. Beeilt euch, Leute, ihr müsst Monty überholen. Was wird Buster wohl tun? Oh, natürlich, ein Lasso. Fang ihn ein, Cowboy. Ah, so knapp. Aber Monty fliegt weiter davon. Es muss doch einen Weg geben, Monty zu retten. Was hat Buster jetzt gesehen? Es ist Iggy, der Eiswagen. Mit ganz vielen Ballons. Ich glaube, ich weiß, was Buster plant. Schau, Buster hat all die Ballons an sich festgebunden und jetzt fliegt er in den Himmel hoch. Los, Buster, du schaffst das. Halt Monty fest. Fast. 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 Du hast ihn. Gut gemacht, Buster. Du hast den Tag gerettet. Monty sieht sehr dankbar aus. Ah, Monty ist wieder fest angebunden. Er wird nicht davonfliegen wie der Ballon dort. Gute Arbeit, Buster. Es ist ein heller, sonniger Tag. Buster und Cozy Coop sind am Strand. Sie spielen Volleyball. Und schau, Shem der Hai möchte auch spielen. Cozy wirft den Ball zu Shem. Oh je, der Ball zerplatzte an Shams Zähnen. Ups, aber was ist das? Ist das eine Schatzkarte? Wow, ein vergrabener Schatz. Und er ist auf der einsamen Insel vergraben. Aber wie sollen sie über das Wasser kommen? Ich glaube, Buster hat eine Idee. Wow, Buster hat aus Sand eine Rampe gebaut. Juhu, Buster düst los. Oh nein, Plansch.
Buster konnte nicht weit genug springen. Ich glaube, sie müssen etwas anderes probieren. Was hat Cozy gesehen? Eine riesige Seerose? Vielleicht können sie über das Wasser gleiten. Cozy versucht's. Oh oh, Cozy hat angehalten. Das war nicht genug Schwung. Cozy versucht zu paddeln, aber er dreht sich nur im Kreis. Zum Glück kann Sham sie wieder ans Ufer schieben. Danke, Sham. Aber sie sind immer noch nicht dichter an der Insel. Aber was ist das? Sham hat ein Floß. Damit kommen sie schnell über das Wasser. Sie haben die Insel erreicht. Jetzt ist es Zeit, den Schatz zu finden. X markiert den Platz. Ist dieses X der vergrabene Schatz? Nein, das war nur Stöcke. Ist dieses X der Schatz? Nein, nur Algen. Wie ist es mit diesem X? Hurra! Da ist die Schatztruhe! Gut gemacht, Cozy. Schau dir den glänzenden Schatz an. Und sieh, ein goldener Ball. Jetzt können sie wieder fangen spielen. Und diesmal wird der Ball nicht platzen. Gut gemacht, Alastair. Buster und Ash machen Ferien am Strand. Mama Bus und Mama Feuerwehr bereiten den Grill vor. Und Buster und Ash bauen eine großartige Sandburg. Wow, die Wellen kommen jetzt wirklich nahe. Schnell, die Sandburg könnte zerstört werden. Ash zur Rettung. Er beschützt die Sandburg mit einer Mauer aus Sand. Tolle Idee, Ash. Oh, sieh mal, da ist Iggy der Eiswagen. Hurra! Oh nein, Ashs Mauer konnte die Wellen nicht aufhalten. Sie haben ihre Sandburg zerstört. Buster ist sehr traurig. Aber Ash hat einen Plan, sie zu retten. Buster ist zu bestürzt, um zu helfen. Vielleicht kann eine Eiscreme ihn aufheitern. Ich frage mich, was für Geschmacksrichtungen er wählen wird. Wow, das ist eine riesige Eiscreme. Wow, langsam. Ash repariert immer noch die Sandburg. Buster könnte Ash auch eine Eiscreme holen. Aber er ärgert sich über Ash, weil seine Mauer die Sandburg nicht beschützt hat. Buster holt nur für sich selbst Eiscreme. Wow, Ash hat die Sandburg so gut wie neu wieder aufgebaut. Jetzt fühlt Buster sich schlecht, weil er Ash keine Eiscreme geholt hat. Also gibt er Ash seine. Sei vorsichtig, lass es nicht fallen. Iggy gibt ihnen noch eine Eiswaffel. Jetzt können sie die Eiscreme teilen. Miam, miam, lecker. Wir einen Regenbogen mit allen Farben, die es gibt. Kommt mit mir, es dauert nicht lang. Singt mit mir das Farbenlied. Rot, rot, die Farbe für Stopp oder die Kirsche auf dem Maisbecher drauf. Blau, blau wie das große Meer, das sieht kalt aus und Terry ist auch blau. Komm, machen wir einen Regenbogen. Farben, die es gibt. Kommt mit mir, es dauert nicht lang. Singt mit mir das Farbenlied. Grün, grün, all die Blätter am Baum und die Hügel, die neben uns vorbeiziehen. Gelb, gelb scheint unsere Sonne. Von all den Farben bringt sie am meisten Wonne. Komm, machen wir einen Regenbogen mit allen Farben, die es gibt. Kommt mit mir, es dauert nicht lang. Singt mit mir das Farbenlied. Orange, orange, wie Tony Laster. Ihr hilft immer Buster, wenn er feststeckt. Lila, lila ist die nächste Farbe im Lied. Und vergesst nicht Pink, hier kommt Scout schon an. Komm, machen wir einen Regenbogen mit allen Farben, die es gibt. Kommt mit mir, es dauert nicht lang. Singt
singt mit mir das Farbenlied. Guckt mal, Buster und Cozy Coop besuchen einen Bauernhof. Da ist Terry Traktor, der gerade Heuballen bewegt. Buster stellt Terry seinen neuen Freund Cozy vor. Buster fragt, ob er bei der Arbeit auf dem Bauernhof helfen kann. Terry hat eine Idee. Sie können die ganzen Schafe hüten. Diese Schafe sind frech und versuchen gerne vom Bauernhof auszureißen. Buster und Cozy treiben all die Schafe ins Feld. Das war gar nicht schwer. Aber oje, Letty das Lamm hat etwas gesehen. Ein Loch unterm Zaun. Letty stiftet die anderen Schafe zur Flucht an. Da rennt Letty. Buster und Cozy haben es bemerkt. Sie müssen die Schafe aufhalten. Cozy jagt ihr hinterher. Und Buster versperrt das Loch, damit nicht noch mehr Schafe ausreißen. Wo ist Letty hin? Oh nein, sie versteckt sich in all den Tunneln. Und Cozy jagt ihr hinterher. Wie werden sie sie fangen? Buster hat einen Plan. Er hat ein Netz. Zusammen können sie Letty bestimmt im Nu fangen. Da ist sie ja. Ups, daneben. Jetzt ist sie hinter Buster. Sie springt über ihn und... Ups! Buster hat stattdessen Cozy gefangen. Letty rennt weiter. Ups, Buster hat schon wieder Cozy gefangen. Das bringt alles nichts. So werden sie Letty nie fangen. Aber was hat Cozy gesehen? Heuballen? Ich glaube, sie haben einen Plan. Sie versperren alle Löcher mit Heuballen, damit Letty nur aus einem springen kann. Da, sie haben das freche Schaf gefangen. Gut gemacht, Buster und Cozy. Terry ist beeindruckt. Aber was ist das? Letty spielt wieder ihre Streiche und hat noch einen Tunnel gegraben. Aber diesmal wissen Buster und Cozy, was sie vorhat. Sieh die Brücke, stürzt gleich ein, stürzt gleich ein, stürzt gleich ein. Wir kommen von hier nicht mehr heim. Wer macht's heim? Wald. Das ist gruselig. Lasst ihn uns erkunden. Nächster Halt, schrecklicher Wald. Ich weiß nicht, Buster. Diese Wolken sehen wirklich dunkel aus. Was, wenn es regnet? Entspann dich, Scout. Es wird nicht regnen. Kommt schon, Leute. Los geht's. Ich bin noch nie hier gewesen. Vielleicht gibt es hier ja Monster. Oder einen geheimen Schatz. Buster, warte mal. Wir verlaufen uns noch. Diggly, entspann dich. Ich bin ein Bus, schon vergessen?
Ich weiß, wo ich hinfahre. Leute, ich mag diesen Ort nicht. Ash, entspann! Keine Sorge, meinen Berechnungen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit eines Sturms... Es ist wirklich laut. Ich mag das nicht. Blitze sind wirklich sehr gefährlich. Und wir sind aus Metall. Keine Panik. Keiner gerät in Panik. Was sollen wir tun? Leute, entspannt euch. Wir können uns nicht entspannen. Es regnet in Strömen. Wir müssen nach Hause, sofort. Ich kann den Weg finden. Glaube ich. Wow, so viele Blitze. Nicht jetzt, Diggly. Igitt, es ist so nass. Ich kann nicht sehen, wohin ich fahre. Nein, meine Batterie ist leer. Niemand wird zurückgelassen. Komm schon, Scout, wir schieben dich. Das ist ein Fluss. Der Weg ist überschwemmt. Wir sind gefangen. Was ist, wenn wir sinken? Oder rosten? Wir können es schaffen. Wenn wir zusammenfahren, sind wir stark genug. Wir schaffen das. Stoßstangenkumpels, auf geht's. Ich bin ein mutiger Abenteurer. Kommt schon, lasst uns raus hier. Wir haben es geschafft. Und das dank dir, Buster. Tut mir leid, dass ich uns in den Regen geführt habe. Aber wir haben es gemeinsam zurückgeschafft. Gut gemacht, Leute. Wach auf, Buster. Es ist ein brandneuer Tag. Aber warte mal. Oh. Es gibt keine Farben. Wie komisch. Sogar Robin ist farblos. Schau, Robin. Buster hat dich wieder eingefärbt. Gut gemacht, Buster. Oh nein, das Entlein sieht traurig aus. Sie hat ihre Farbe verloren. Vielleicht kann Buster ihr helfen. Großartig, die Farbe ist wieder da. Oh, schau, wie glücklich das Entlein nun ist. Oh, schau, Terrys Hof hat auch seine Farbe verloren. Kann Buster helfen? Natürlich kann er das. Du hast das magische Etwas, Buster. Oh nein, nicht auch noch Scout. Schnell, Buster. Hilf ihr, wieder bunt zu sein. Na bitte, Scout. Alles wieder so, wie es gehört. Schau, Buster kann sogar Farben von Sachen ändern. Jetzt ist der Ball grün. Und jetzt ist der Ball lila. Buster weiß, wie man Dinge einfärbt. Wow, Buster hat Scout regenbogenfarbig gemacht. Jetzt ist er auch regenbogenfarbig. Er ist Buster, der Regenbogenbus. Da ist Terry wieder. Jetzt ist er Regenbogen-Terry. Und schau die Felder an. Und die Scheune. Überall Regenbogenfarben. Erstaunlich, Buster hat sogar die Wolken anders eingefärbt. Da fehlt nur noch eine Sache. Natürlich ein Regenbogen. Der Regenbogenbus fährt über den Regenbogen. Tschüss. Oh, Buster. Es war nur ein Traum. Hm? Und es regnet draußen. Oh, das tut mir leid, Buster. Warte. Vielleicht hast du ja doch Magie, Buster. Du hast die Sonne. Die Zeit ist um. Ich freue mich schon, alle eure wissenschaftlichen Projekte zu sehen. Doch zuvor möchte ich euch das Regenbogenwasserexperiment zeigen. Oh, aber wartet. Was haben wir hier noch vergessen, ha? Huh? Ich vermisse Mama. Schutzbrille? Das ist korrekt, Buster. Schutzbrillen. Wow!
Das ist mein Mittagessen, Buster. Keine Regenbogenfarben? Nun, ich freue mich auf eure Experimente nach der Pause. Hoffentlich sind sie erfolgreicher als meins. Wow, deine Rakete ist super cool, Bandit. Ich weiß, dein Vulkan ist aber auch ziemlich cool. Wenn ich jetzt den Essig in den Vulkan schütte, bricht er aus. Meine elektrische Rakete! Diese Rakete ist so stark! Sie bringt das Mittagessen ins Weltall! Die Batterien sahen ziemlich groß aus. Wir müssen sie wiederkriegen! Ich mach das, Buster! Achtung! Jetzt kommt Speedy Scout! Bandit, spring auf deine Seite, wenn ich sage. Bereit? Bist du dir sicher, dass das klappt? Nein. Entschuldigung, hast du nicht losgesagt? Das ist nicht gut. Basta? Schnell, wir müssen den Krater blockieren. Die Sonne, Ash! Das war knapp. Das war der Wahnsinn! Wessen Projekt war das? Wir haben es zusammen gemacht. Aber ich fürchte, ihr müsst jetzt erstmal aufräumen. Und ich werde jetzt mein Sandwich essen. Dabei mag ich gar keine Raketen-Sandwiches. Buster und seine Freunde sind in der Schule. Und heute kommt ein sehr besonderer Besucher. Es ist Mama Firetruck. Hurra! Sie ist hier, um zu zeigen, was die Feuerwehr macht. Wenn ein Gebäude in Flammen steht, muss man so schnell wie möglich die Feuerwehr anrufen. Was passiert dann? Ein Schlauch wird an einem Hydranten festgemacht und das Wasser löscht den Brand. Yippie! Es ist Zeit zum Üben. Sie müssen die Hütchen mit einem Wasserstrahl umwerfen. Ash ist zuerst dran. Yay! Gut gemacht, Ash. Und Scout? Ups. Das ist besser. Gut gemacht. Jetzt ist Buster dran. Wow! Pass auf, Buster. Das war ein toller Tag. Aber jetzt muss Mama Firetruck zur Arbeit gehen. Tschüss, Mama Firetruck. Danke. Jetzt ist der Tag zu Ende und Buster fährt nach Hause. Tschüss, Scout. Tschüss, Ash. Was ist das? Es ist Rauch. Wo kommt der nur her? Oh nein, es ist ein Feuer. Was soll Buster machen? Er braucht die Feuerwehr. Buster holt Mama Firetruck, um zu helfen. Der Lehrer wird sich um Ash kümmern. Los, Mama, los! Da ist das Feuer. Aha, und da ist der Hydrant. Als nächstes verbinde den Schlauch. Oh nein, schnell! Puh, das Feuer ist gelöscht. Yippie! Super Teamarbeit.
ist der nächste Schultag. Der Lehrer ruft Buster nach vorn. Warum nur? Schau, Mama Firetruck. Sie ist hier, um Buster für seine Hilfe zu danken und ihm einen besonderen Feuerwehrhut zu überreichen. Los, Buster! Buster hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opa-Bus. Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Buster hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu. Und Buster macht die Waschanlage an. Los, Buster, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opa-Bus. Buster ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig. Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor, ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Buster. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen über. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Es ist Zeit für Buster, zur Schule zu gehen. Er darf sein gepacktes Pausenbrot nicht vergessen. Da ist Scout. Sie wollen nicht zu spät kommen. Aber wer ist das? Eine kleine Feuerwehr? Buster winkt Hallo. In der Schule hat der Lehrer eine Überraschung. Das ist Ash. Er ist neu in der Schule. Er wird auch in diese Klasse gehen. Ash geht zu Buster, weil er Hallo gewunken hat. Er ist sehr begeistert, dass er jetzt schon einen Freund gefunden hat. Heute lernen die Kinder über das Parken. Der Lehrer zeigt ihnen, wie man es richtig macht. Jetzt sind sie dran, es zu probieren. Scout schafft es. Und Buster? Oh. Ash bleibt wirklich dicht an seinem neuen Freund. Er folgt Buster überall hin. Er versteht nicht, dass Buster versucht zu parken. Oh je, ich glaube, er geht Buster ein bisschen auf die Nerven. Buster möchte etwas Platz haben, aber Ash versteht es nicht. In der Pause spielen Buster und Scout. Oh, armer Ash hat keine Freunde zum Spielen. Aber Buster und Scout haben eine Idee. Ash kann mit ihnen mitspielen, denn sie sind doch jetzt befreundet. Jetzt spielen alle zusammen. Wow, guter Schuss, Ash. Es ist so toll, neue Freunde zu finden.